Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben schönen Menschen, heute geht es nach Luxemburg und die Seite lessentiel.lu. Ich sage bewusst LU, weil es geht ja nach Luxemburg, gell? Hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich bitte nicht allein antun kann, muss ich euch hier mit reinziehen. Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls er erst gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meinen Kanal Autismus Musikkanal, als auch meiner Kooperationspartnerin rund um Autismus Einbrücken Kanal, als auch der Link zu meinem DeviantArt Kanal, wo ihr euch meine Comics selber geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel Luxemburg. Autist Tom Weber möchte über Klischees aufklären. Und ich würde mal sagen, legen wir auch direkt mal los. Und dieser Artikel stammt von Melissa Pedit. Und ich würde mal sagen, fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Grevenmacher. Vor knapp einem Jahr hat Tom Weber die Diagnose und die Antworten auf so viele Fragen erhalten, die er sein Leben lang mitschleppte. Und bevor wir das überhaupt machen werden, schauen wir uns ein paar Fotos an. Auf dem ersten Foto sieht man ihn. Und unten drunter steht, seine Lehrer hätten damals ein ungewöhnliches Verhalten bei ihm bemerkt, doch er habe in der Schule nur als, in Anführungsstrichen, überempfindlicher und in weiteren Anführungsstrichen extrem schüchterner Junge gegolten. Und auf dem zweiten Foto sieht man ihn im Kulturhof Grevenmacher. Ja, so lautet das auf Luxemburgisch. Weiter geht's. Viele schwierige Jahre liegen hinter Tom Weber aus Grevenmacher. Erst mit 27 Jahren wurde bei ihm Autismus diagnostiziert. Als Kind sei sein Lieblingshobby das Lesen von Enzyklopädien gewesen. Er dazu: Ich versteckte mich unter dem Tisch, um alle zu lesen. Und wenn ich sie bis zum Ende des Tages beendet hatte, fing ich von vorne an, erzählt Tom. Ja, das ist ganz normal, dass wenn man ein Buch zu Ende gelesen hat, dass man halt das Ganze nochmal lesen möchte. Ganz normal. Weiter geht's. Seine Lehrer hätten damals ein ungewöhnliches Verhalten bei ihm bemerkt, doch er habe in der Schule nur als, in Anführungsstrichen, überempfindlicher und in weiteren Anführungsstrichen, extrem schüchterner Junge gegolten. Ja, man kann sich ja noch öfter wiederholen. Na gut, ist man von den Medien nicht anders gewohnt, ne? Obwohl ich Wiederholungen gar nicht mag. Naja, mal von meinen Begrüßungs- und Abschiedstutorial mal abgesehen, die ich in meinen Videos auslasse, schon okay. Weiter geht's. Für andere hat es daran gelegen, dass Tom ein Einzelkind ist. Ja, die Frage mit Einzelkind und Autismus. Eigentlich hat es damit gar nichts zu tun. Ich hatte meine Halbschwester, aber zu der habe ich seit bald 16 Jahren gar keinen Kontakt. Will ich auch gar nicht. Weil sie wird sich eh nie ändern. Das weiß ich sowieso. Dafür kenne ich sie ja auch schon zu lange. Weiter geht's. In den frühen 2000er Jahren hatten wir diese sehr stereotype Sicht auf ein Kind mit Autismus. Oder wie es richtig heißen sollte. In den frühen 2000er Jahren hatten wir diese sehr stereotype Sicht auf ein Kind im Autismus-Spektrum. Weiter geht's. Das Bild von kleinen Jungen, die von Zügen besessen waren, war sehr vorherrschend, aber ich war von Buchstaben und Büchern besessen, sagt Tom. Und hier noch einmal. Jeder Mensch im Autismus-Spektrum ist anders. Kennt man einen Autisten, dann kennt man auch nur einen Autisten. Just saying. Weiter geht's. Was er als intensive Leidenschaften beschreibt, ist für ihn übrigens eines der Hauptmerkmale von Autismus. Intensive Leidenschaften, also sprich Spezialinteressen. Weiter geht's.
Heute arbeitet er als freiberuflicher Autor und Übersetzer. Nach einer schwierigen Trennung habe er seine eigene Persönlichkeit in Frage gestellt. Den Grund für seine Kommunikationsprobleme, die nun offensichtlich geworden sind, habe er wissen wollen. Ich las die Liste der Diagnosekriterien und später die Berichte anderer autistischer Menschen und erkannte mich selbst darin wieder, erklärte er. Oder wie es richtig heißen sollte. Ich las die Liste von Diagnosekriterien und später die Berichte anderer Menschen im Autismus-Spektrum und erkannte mich selbst darin wieder, erklärte er. Weiter geht's. Seither wird er von einer Spezialistin betreut. In den sozialen Netzwerken spreche er offen über seine Diagnose und möchte andere Menschen, insbesondere das Thema Entwicklungsstörung, sensibilisieren. Entwicklungsbesonderheit bitte, nicht Entwicklungsstörung. Das macht das Ganze nur kaputt mit der Bezeichnung. So meine Meinung. Weil für den Störungscounter ist es, glaube ich, schon längst zu spät. Ich zumindest habe hier nur einen ganz kleinen Abschnitt noch, dann ist Schluss. Ich bin mir bewusst, dass dies meine Karriere beeinflussen kann, aber das Bewusstsein für diese Störung zu schärfen ist mir wichtiger, als potenzielle Kunden zu verlieren, betont Tom abschließend. Ja, wenn du das als Störung betitelst, dann kann man nur Kunden verlieren. Weil man muss sich das so vorstellen, es gibt Kunden, die im Autismus-Spektrum sind, beziehungsweise bereit sind. Und die hören das Ganze als Störung an. Da gibt es genug Menschen im Autismus-Spektrum, die reagieren natürlich sehr allergisch bei diesem Wort. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, deren Reaktion. Also wenn dann schon Entwicklungsbesonderheit bzw. Besonderheit. Das wäre meines Erachtens viel besser. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also im Bericht selbst gibt es keine Kommentare. Dafür ist ja, was deine Meinung hier betrifft, da gibt es ja drei Punkte, die man ankreuzen kann. Das Thema ist wichtig, finden 88% genauso. Artikel ist informativ, ist ebenfalls die Mehrheit mit 83% und ausgewogen. Genau 4/5 der Leserschaft. Und jetzt meine Frage an euch: Was haltet ihr zu dieser Meldung? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und wir lesen jetzt wieder aus dem Buch und wir kommen jetzt zu den Nachgedanken von Henrike Zimmermann. Am liebsten bin ich Little One oder Mein Leben mit Autismus. Der eine spricht angesichts dieses Phänomens von seinem Schutzengel, der andere von Gott selbst. Wieder andere behaupten, jedem Menschen seien Schicksalsboten, Gesandte des Universums. Ich glaubte nie daran. Ich dachte, Befreier seien nur ein Mythos, Teil einer Geschichte, von klugen Köpfen erdacht, um das Leben hinter den unsichtbaren Mauern leichter zu machen. Ich war mir sicher, sie wären ein Produkt der Fantasie eines Menschen, der sich in seiner Einsamkeit unendlich nach Wärme und Zuneigung sehnte. Heute weiß ich, dass ich mich geirrt habe. Befreier existieren mitten unter uns. Menschen mit dem Schlüssel zum autistischen Kerker. Bedingungslos geleiten sie dich in die Freiheit, in die Welt hinaus. Ich habe es selbst erfahren dürfen. Von einem Moment auf den anderen änderte sich mein Leben. Ich erkannte, dass die Welt der anderen und die meine nicht getrennt voneinander existierten. Ich erfuhr, dass ich um meiner selbst willen angenommen werde, so wie ich bin. Nicht krank, sondern eben anders. Der Befreier kann jeder sein. Es kann der beste Freund sein, der kleine Bruder, der Polizist aus dem Nachbarort, der Hund oder eben Mufasa aus dem Musical Der König der Löwen im Hamburger Hafen. Er ist jemand, dem man nichts erklären muss. Er schaut dich an und du weißt es. Dank meiner Begegnung mit Mufasa fand ich hinaus aus meinem Gefängnis. Ich fand auch die Worte, die es mir ermöglichten, dieses Buch über mein Leben mit Autismus zu schreiben. Ich berichte darin von Licht und Finsternis und davon, wie nah sie beieinander liegen. Und ich erzählte von Gefühlen, die in einem autistischen Herzen sehr wohl vorhanden sind,
Von Sehnsucht, Verbissen, Spaß, Freude und von Liebe. Kapitel 1. Ich bin eine Sanduhr. Januar 2008. Alles begann mit einem Augenblick, mit einem Atemzug in einer Zeit, die für mich sehr schwierig war. Fast 23 Jahre hat es gedauert, bis meine Diagnose gestellt wurde. Jetzt wusste ich endlich, wer ich schon immer gewesen war. Eine Autistin. Und doch wollte ich nicht die sein, die man mir attestierte zu sein. Einerseits wurde mir bestätigt, dass ich nie Schuld an mein Verhalten getragen hatte und auch nicht an dem, was mir deshalb widerfahren war. Andererseits wurden all die Aussagen bejaht, die in meinem verdammten Herzen widerhalten. Du bist komisch. Ich will nicht mit dir spielen. Mit der Komischen würde ich niemals gehen. Ich freute mich darüber, endlich zu wissen, welchen Namen dieses andere in mir trug. Und doch zog es mir den Boden unter den Füßen weg. Ich wurde auseinandergerissen und wusste nicht mehr, wo ich hingehörte. Ich wurde heimatlos. Tief im Innern wusste ich, dass ich es schon immer gewesen war. Als ich im Mai 1985 zur Welt kam, mag meine Mutter sich gewundert haben, denn ich war nicht wie andere Babys und auch nicht so, wie meine 4 Jahre ältere Schwester Mia gewesen war. Nie schrie ich nach der Flasche. Wenn ich früher wach wurde als meine Mutter, wartete ich schweigend ab, bis sie irgendwann kam. Dann trank ich, und wenn sie mich wieder hinlegte, protestierte ich nicht. Ich schlang nicht die Arme um sie, um mir ein paar weitere Minuten Wärme und Körperkontakt zu stehlen, sondern ließ es einfach geschehen. Ich war knapp 2 Monate zu früh zur Welt gekommen und musste einige Wochen in der Kinderklinik bleiben. Damals war es noch üblich, die Frühchen weitgehend zu isolieren, um sie keinem Infektionsrisiko auszusetzen. Daher musste meine Schwester lange warten, bis sie mich zu sehen bekam. Sie erzählte mir, ich hätte ausgesehen wie eine Babypuppe. Riesengroße blaue Augen mit dichten, langen, schwarzen Wimpern, der kleine Mund eine Schnute. Was den puppenhaften Eindruck noch verstärkte war, dass mein Gesicht kaum Mimik zeigte. Sie legte mich in den Puppenwagen und schob mich selig durch die Wohnung. Wenig später musste ich wegen einer Lungenentzündung erneut ins Krankenhaus. Dort verbrachte ich 4 lange Wochen, in denen selbst meine Mutter mich nur selten besuchen durfte. Von Anfang an war es schwer, eine Bindung aufzubauen, zumal ich wohl selbst keine Kontaktaufnahmeversuche startete. In den ersten Lebensmonaten beschäftigte ich mich abwechselnd mit Schlafen oder dem Beobachten der bunten Fische zu Hause im Aquarium. Am Menschen interessieren mich eher die Knöpfe an den Hemden als die Gesichter, und ich schaute sie nicht an. Vielmehr schien ich durch sie hindurchzusehen. Wenn meine Mutter mich auf die Spieldecke im Zimmer legte, machte ich Spuckebläschen und sah ihnen fasziniert zu. An Spielzeug zeigte ich kein Interesse. Ab und an griff ich nach der Rassel, die sie mir hinhielt, doch ich drehte sie nur, statt sie zu schütteln und Geräusche zu erzeugen. Ich war ansonsten ganz mit mir selbst beschäftigt und recht pflegeleicht. Hin und wieder gab ich ein Glucksen von mir. Und da ich nicht weinte oder schrie, erweckte ich den Eindruck, ein rundum zufriedenes Baby zu sein. Nur ein einziges Mal brüllte ich wie am Spieß, und das war ausgerechnet an dem Tag, als wir beim Fotografen waren, um das typische Familienfoto machen zu lassen. Nichts und niemand konnte mich beruhigen. Es gibt kein einziges Bild, auf dem ich nicht das Gesicht zum Weinen verziehe. Meine Mutter bedrängte mich nie, sie nahm mich so, wie ich war. Und das war eines ihrer größten Geschenke an mich. Ich hatte immer das Gefühl, so wie ich war, von ihr angenommen zu werden. Aber am ersten Geburtstag musste ich ohne sie feiern. Sie war für einige Tage in Tschechien und ich war noch zu klein, um mitzufahren. Also blieb ich bei ihrer besten Freundin Judith. Als meine Mutter mich abholen kam, strahlte sie mich an, glücklich, mich wieder zu haben. Doch ich verzog keine Miene. Mein Gesichtsausdruck war völlig neutral und spiegelte keinerlei Wiedersehensfreude. Sie gestand mir später, dass sie verletzt gewesen war und das Gefühl gehabt hätte, ihrem Kind egal zu sein. Als wir einige Tage darauf Judith besuchten, wollte meine Mutter mich zum Mittagsschlaf in das Bettchen legen, in dem ich in der Woche zuvor geschlafen hatte. Aber da wollte ich partout nicht hinein und fing heftig an zu weinen. Erst als sie mich in den Kinderwagen legte, gab ich Ruhe. Gerade so, als hätte ich Angst gehabt, wieder bei Judith bleiben zu müssen. Im Nachhinein glaubte sie,
dass ich sie sehr wohl vermisst hatte und dies meine Art gewesen war, ihr zu zeigen, dass ich nach Hause wollte, mit ihr. Meine Mutter und meine Schwester ermunterten mich immer wieder, Mimik und Gesten nachzuahmen. Sie lächelten mich an, verzogen das Gesicht zu lustigen Grimassen, winkten, doch ich reagierte nicht darauf. Ich lebte ganz in meiner eigenen Welt. Meine Erinnerungen reichten nicht so weit zurück, als dass ich sagen könnte, wie diese Welt sich gestaltete und wie ich mich darin fühlte. Meine Mutter erzählte mir einmal, dass ich als Kleinkind Angst vor lauten Geräuschen hatte. Ich rannte panisch im Haus, wenn ein Flugzeug über den Himmel donnerte, oder lief hinaus, wenn drinnen die Bohrmaschine angeworfen wurde. Erinnern kann ich mich daran nicht, und doch ist es ein Zeichen für meine Art zu sein. Ein typisches Diagnosekriterium für das autistische Spektrum. Sie erzählte mir auch, dass ich es geliebt hätte, durch die wehenden Bettlaken zu laufen, wenn sie draußen über der Wäscheleine zu trocken hingen. Wieder und immer wieder. März 2008. Es gehört zu der beschriebenen Symptomatik, dass Menschen aus dem autistischen Spektrum so gut wie gar nicht vor einer Gruppe sprechen können. Angst, Schüchternheit und Unfähigkeit in gewissen Dingen, wie zum Beispiel andere zu motivieren und mitzureißen, halten sie davon ab. Entsprechend nervös war ich, als ich vor der Klasse meiner Berufsschule stand. Doch mein Vorhaben stand fest. 2 Monate zuvor hatte ich meine Diagnose bekommen. Nun war es an der Zeit, für Klarheit zu sorgen. Dies war mein Outing als Autistin. Also sprach ich mit wenigen Notizen in der Hand. Und zum ersten Mal kamen die Worte frei und fließend. Ich berichtete von einem kleinen Mädchen mit Autismus, das uns durch den Vortrag führen sollte. Ein Mädchen, das stundenlang mit Püppchen spielte, die in einem großen Wassertopf dahintrieben, verzaubert von dem Anblick. Ich erzählte vom Licht, das sich an der Wasseroberfläche brach und schwebende Muster auf den silbernen Boden des Topfes zeichnete. Dem Mädchen, das Wasser über einen Löffel rinnen ließ und sich dabei vorstellte, selbst unter einem riesigen Dach aus fließendem Wasser zu stehen. Ich sprach von Problemen und Behinderungen und davon, dass Autismus keine Behinderung ist. Ich erzählte von einem Leben, in dem alles wortwörtlich verstanden wird und erklärte, wie es ist, keine Gefühle verständlich zeigen oder nur schwer entgegenbringen zu können. Erst am Ende verkündete ich, dass ich dieses Mädchen war. Dann las ich mein Diagnoseschreiben vor. Wir berichteten über oben genannte Patientin, dass sich der Verdacht auf das Asperger-Syndrom bestätigt hat. In der frühkindlichen Entwicklung finden sich zahlreiche für Autismus typische Besonderheiten wieder. 1. bis 6. Lebensmonat, extrem ruhiger Säugling, schmiegt sich beim Hochheben nicht an, lallt nicht, schreit nicht vor der Mahlzeit. 7. bis 12. Lebensmonat, sieht lange auf gleiche Gegenstände bzw. Muster, reagiert nicht, wenn Kindesmutter in das Zimmer kommt. 3. imitiert nicht, zeigt nicht auf Gegenstände, fremdelt nicht, lernt nicht den Löffel zu gebrauchen und aus der Tasse zu trinken. 2. Lebensjahr, bewegt Gegenstände vor den Augen, zeigt kein Interesse für das eigene Spiegelbild, lehnt Hautkontakt bzw. Zärtlichkeit ab, spielt nicht, bewegt Dinge nur stereotyp, wehrt Sozialkontakte ab, sieht an Personen vorbei und scheint durch sie hindurchzusehen. Orientiert sich nicht im Raum, beschäftigt sich mit Teilelement der Umgebung. Abnorme Bewegungen mit dem Kopf, zeigt kaum Mimik und entwickelt keine Gestensprache. All das war ich. So war meine Kindheit. Gute Nacht.